Moin erstmal. Euer Pensionator ist zurück auf der Map Lieperwinkel. Wir kommen gerade vom Gerste einsehen mit unserem JCB Fast Track im MB Track Design. Und jetzt müssen wir mal gucken. In der letzten Folge habe ich es noch nicht gezeigt, aber ich hatte den Stream laufen auf Twitch. Da kam die Frage auf, wo machen wir denn bitte unseren Waschplatz hin? Ja, und bin da noch nicht so ganz schlüssig zu einem Ergebnis gekommen, muss man sagen. Aber ich denke mal, wir machen sie hinten bei der Mistplatte. Da ist das eh immer nass, schmutzig, schmierig. Dann passt das doch da. Gucken wir mal. Fahren wir erstmal hier hin. Und schauen mal, dass wir da einen Kercher platzieren. So, ihr habt es gerade gehört. Twitch. Ich bin auch immer mal auf Twitch unterwegs. Jetzt in der nächsten Zeit. Ich werde da anfangen, immer mal abends ein, zwei Stündchen zu streamen. Und wenn ihr Bock habt, dürft ihr gerne vorbeischauen. Damit ihr es aber mitkriegt, habe ich zusätzlich auch einen Discord aufgemacht. Den Link zum Discord findet ihr unter dem Video. Genauso auch den Link zum Twitch. Wenn ihr da reingucken mögt und mal schauen mögt, wie das Ganze bei mir live aussieht. Ja, soweit erstmal. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal direkt weiter und gucken mal, dass wir unsere Tools finden. Dann können wir hier auswählen. Wir haben hier den Stiel, der kostet 1,5. Und wir haben den Kercher, der kostet 4,5. Da wir nicht so viel Kohle haben, und der hier, genau das gleiche tut wie der Kercher, nehmen wir den und stellen uns den hier hin. Ich muss einmal kurz drehen. Man könnte den ja auch auf die andere Seite stellen. Den kann man auch im Weg ein bisschen waschen. Ansonsten muss man da immer reinjuckeln, je nachdem, was man hinten dran hat. Weil der Weg ist ja jetzt auch nicht so breit. Und dann nachher laden. Könnte schwierig werden. Also bleiben wir hier an dieser Ecke. Da würde ich jetzt sagen, platziere ich den erstmal. Notfalls nehmen wir den irgendwann wieder weg. So, dann können wir auch gleich die Gelegenheit nutzen und den kleinen Schmierlappen hier mal sauber machen. Einmal ein bisschen putzen, damit er wieder schick aussieht. Wir müssen dann auch bei den anderen Geräten, die noch so rumstehen und ein bisschen eklig sind, die müssen wir dann auch mal putzen. So kann es ja nicht weitergehen. Es muss ja immer vorangehen. So, das sieht doch schon ganz nett aus. Der ist auch schon schön sauber. Und hier vorne das Frontgewicht, das darf auch gerne mal eine kleine Wäsche bekommen. So. Ja, dann haben wir den schon mal platziert. Das Silo, das ich platziert habe, das ist, glaube ich, schon länger bekannt. Das müsstet ihr im letzten Video gesehen haben. So, dann gucken wir mal, dass wir hier den Kram weggestellt kriegen. An Ort und Stelle. Perfekt. Ich hätte natürlich auch gerne eine größere Sämaschine. 3 Meter, das ist schon wirklich, das dauert immer so seine Zeit, bis man da durch ist, aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja erstmal anfangen und uns hocharbeiten ein bisschen, zumindest ein klein bisschen. Und die nächste Anschaffung, die ansteht, ihr seht es da schon, das Mähwerk, das müssen wir austauschen, da müssen wir irgendwie eine Kombi haben. Mich rum. Krass. Also das ist wirklich geil mit dem JCB. Da hat eine Wendigkeit, wenn der auf Allradlenkung ist. Das ist die wahre Freude. Kleines Stück vor, einmal absenken und abkuppeln. Nice. So, der ist schon mal sauber. Stellen den hier erstmal unter. Und dann gucken wir einmal auf die Map. Na, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt hier die 22 mit Raps angesät und die 16, die ist auch angesät, ist auch im Wachstum. Da haben wir Gerste drauf gemacht. Und auch die
Gerste ist im Wachstum. So, und auf der 6 haben wir Raps und auf der 13 haben wir Raps. Ich glaube, auf der 7 habe ich auch Raps. Ich gucke das einmal jetzt mal eben durch. Denn, nee, auf der 6 haben wir Weizen gemacht, damit wir ja Stroh produzieren können. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Und vielleicht. Auf der 8 wäre Mais und auf der 10 auch. 10 und 8. Die müssten wir aber kaufen. Oha, nee, das können wir sich leisten. Da müssen wir noch eine Saison warten, bevor wir in die Maisgeschichte gehen. Aber was wir machen müssen, auf jeden Fall, weil wir ja jetzt hier Raps haben, wir haben hier Raps und da oben, wir brauchen die Bienen. Wir brauchen Bienen. Und die haben wir hier bei den Viechern. Da haben wir die Bienen. Und da würde ich sagen, platzieren wir uns als erstes mal hier auf dem Hof noch so einen kleinen Bienenplatz. Wie kriege ich den jetzt gedreht? Wie war das noch? Den kriege ich so gedreht. Den so. Okay. Das Beste ist ja, man macht das hier, wo man nicht so oft hinfährt, ne? Mal nicht so viel Kram stehen hat. Und da ich kein Auto habe, kann ich das eigentlich auch, naja, vielleicht kriege ich ja mal ein Fahrzeug, dass ich da reinfahre. Aber wenn ich das hier an die Seite stelle und noch mal ein bisschen drehe, naja, das wird nicht anders. Aber ich denke mal, wenn wir das hier so an den Rand stellen, wir kommen ja auf jeden Fall rein und dann können wir da auch reinfahren und laden. Dass man dann natürlich rückwärts mit einem Anhänger reindüsen. Dreh das Ganze nochmal. Oh. Wildes Geblinke durch den Pfahl da mit dem Strommast. Muss hier ganz rein, ob das da geht. Naja, gehen wir mal nicht so auf Risiko. Wir kommen da auf jeden Fall, denke ich, auch irgendwie vorbei. Oder wir stellen es hier hin. Ich habe ja den Mod mit dem Überallbauen. Die Gefahr ist natürlich, dass man es nicht sieht, ne? Dass das Ding irgendwann überläuft, kein Platz mehr da ist. Ich baue den hier. Dreh mich nochmal um, so rum. Ja, wildes Geflimmer, dadurch, dass wir hier jetzt am Baumodus sind. So, das ist, glaube ich, die beste Position. Ist nicht so nah an der Durchfahrt, wenn man auf den Hof kommt und trotzdem sichtbar. Zack. So. Nur ein Gegenstand am Hof. Ja, den brauchen wir auch nur. Dann würde ich sagen, scrollen wir hier mal raus und wir gehen mal Richtung Feld Nummer 6. Ich muss einmal gucken. Nicht, dass wir jetzt falsch bauen. Dass wir uns erstmal hier auf die 7 begeben. Und auf der 7 kann man ja sehr schön hier vorne am Rand das platzieren. Würde ich mal sagen. Jetzt mal steigen wir hier aus. Rennen einmal auf die Wiese, dann können wir da besser hinwackeln. Nee, so. Wir haben ja den schnellen Turnschuh. Yay. Oh. Direkt einmal. Ich laufe hier gerade vollkommen in die falsche Richtung, ne? Ja. Einmal umdrehen. Das ist auch kein Wunder, wenn ich dann im Zaun hängen bleibe. Aua. Das tut weh. So, hier sind wir schon mal bei der 10. Da ist unser Grasfeld auch hier wieder schön im Zaun hängen geblieben. Was macht der Pensionator hier heute wieder? Fragt ihr euch? Ich mich nicht, weil ich weiß ja, was ich tue. Versuche ich zumindest zu erahnen. Wenn wir jetzt hier das Ding direkt auf die Ecke stellen, könnte das eventuell auch doof sein. Wir müssen mal schauen, dass wir es so hinstellen, dass es uns möglichst wenig stört. Wo sind die Tiere da? Bienchen. Und
Wir gucken mal, dass wir dann gleich so ein mittleres Teil erwischen. Und wenn wir es hier auf die Seite stellen. Am Wegesrand ist es, glaube ich, besser, als wenn es da vorne steht. Da stört uns das nicht so doll. Da können wir hier gut durchdüsen. Da steht sowieso ein Schild, also machen wir es genau hier hinter. Zack. Da sind die Bienchen. Sehr schön. Dann haben wir die schon mal hier am Rapsfeld. Ne? Da kann man dann auch Markierung setzen, wenn man möchte, und ist auf jeden Fall schon mal da. So, jetzt müssen wir nochmal auf die 13 zurück. Da müssten wir auch mal schauen. Das können wir am besten hier in diesem Bereich setzen, denke ich mal. Und da müssen wir hier mal runter wandern. Links die 5, unsere Wiese. So, und hier. Hier, denke ich mal, können wir unsere Bienchen platzieren. Die stören uns da nicht. Das ist natürlich auch nochmal mit 12,5 wieder ein ganz ordentlicher Batzen Kohle. Aber wenn wir die hier platzieren, in die Richtung, kann das sein, dass wir die 4 irgendwann mal kaufen? Na, dann würden wir da oben auch was hinsetzen. So, dann haben wir da auch schon mal welche. Kannst du das auch mal angucken? Die fliegen da lustig raus und gehen direkt in die Produktion. So soll es sein. So, und die 22. Da würde ich das hier irgendwo zwischen der 15 und der 22 ablegen. Wir sind da oben, da können wir einmal das rumdrehen. Ist doch so, ne? Da ist die 15. Genau. Die 16 ist auch meine. Da ist die 21, dann müsste da ja auch irgendwo 22 sein. Nicht genau hier. Das wäre aber auch mächtig durch die Ballapampa gerockt. Bienchen. Ja, ist geil, dass die Bienen Einzug in den LS gehalten haben. Da können wir das jetzt so machen, wenn wir die hier hinstellen. Na gut, wenn ich die hier hinstelle, dann fahre ich immer gegen. Hier ist wahrscheinlich ein bisschen besser, obwohl es auch eine Ecke ist, aber da kommt man hin. So, das hat uns ein bisschen Geld gekostet, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt eine Bienenproduktion auf dem Hof und sind schon mal wieder ein kleines Stückchen weiter. Ich find's prima. So, ich muss einmal kurz was einstellen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal mit langsameren Schuhen zu unserem MF. Habe ich denn den stehen? So groß ist mein Hof doch gar nicht. Hallo. Jetzt haben wir uns mal durch. Da ist er. Den habe ich da versteckt. Oh Mann. An der hinteren Einfahrt. So, jetzt muss ich dem aber auf jeden Fall auch noch ein Gewicht spendieren. Denn wenn der jetzt das Walzen anfängt, dann haben wir da nachher ein Problem.
Nee, dahin nicht. Ich will den Frontlader aber mal hier lassen. Den stellen wir hier ganz nah ans Gewicht. Bop. So. Ans Regal meine ich. Und dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Und können hier unser Frontgewicht dran nehmen. Und dann sehen wir zu, dass wir die Walze hinten dran packen. Unsere beiden Felder, die wir angesät haben, noch walzen. Das ist eine Aufgabe, die kann der kleine Ferguson hier sehr gut machen. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Kaffee mit. Und dann geht das gleich los. Nur einmal kurz mal hier über die Einstellungen gucken. Gedüngt ist das alles und wir sehen, die 16 und die 22 müssen gewalzt werden. Das war das, was ich sehen wollte. Unkraut haben wir glücklicherweise keins am Start. Gedüngt ist alles. Kalk brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Doch, auf der 22 muss eigentlich Kalk gestreut werden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil wir schon angesehen haben, dass wir da keine Wirkung mehr erzielen, weil schon im Wachstum. Das können wir also knicken, das müssen wir im nächsten Jahr dringend nachholen. Aber dann düsen wir jetzt erstmal auf die 16, um da schön ein bisschen zu walzen. Ich freue mich. Hat der gar keinen Blinker? Das gesamte Lichtpanel geht überhaupt nicht, ne? Weil nur weißes Licht nach hinten. Weißes Arbeitslicht. Okay. Das ist ja spannend. Blink schon mal auf die andere Seite. Sehr geil ist übrigens auch, ich habe ja beim letzten oder beim Video, wo ich die Schafe gefüttert habe, geguckt, wo wir Wasser herkommen bekommen und ich bin dann über die Schafwiese gefahren. Hier ist extra ein Weg rein. Ne, kannst du schön rückwärts rein und kannst du hier Wasser aus dem Silzug holen. Geil gemacht. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ist mir erst aufgefallen, als wir hier mehrfach vorbeigefahren sind. Das finde ich eine super coole Geschichte. So, Nummer 16. Schön ausklappen, das Ding. Das ist eine wirklich geile Maschine. Boah, Bäume. Finde ich wirklich gut gemacht, die Güttler-Walze. Weil sie so einfach und trotzdem cool gemacht ist, weil durch die Animationen und so passt das schon. Die funktioniert halt eben vorwärts, rückwärts, das finde ich auch echt cool. So, jetzt muss ich einmal mich ein bisschen ausrichten, damit ich nicht im Zaun hängen bleibe, was sowieso gleich passiert. Ich kenne mich. Ah, könnte gut gehen. Und dann machen wir uns erstmal wieder ein schönes Vorgewende. Da kommen wir so nicht hin.
Und was ich noch geil finde an dem Teil, das zeige ich euch gleich. Jetzt haben wir hier das Problem, dass wir nicht weiterkommen, weil da der Zaun im Weg ist. Ne? Und das, was ich jetzt meine, man kann sie einfach jetzt hochklappen. Sie bleibt unten. Und dann kann ich halt eben auch in so kleine Ecken vordringen. Und das finde ich wirklich gut. Oha, da ging es abwärts. Das ist natürlich dann schwierig für so eine Walze, da noch Bodenkontakt zu halten. Oh Mann. Aber ich muss sagen, ich finde die Map inzwischen wirklich echt gut gelungen. Muss ich wirklich sagen. Das ist so eine kleine, feine Map. Und die ist auch nicht so, wie soll ich sagen, die will irgendwie gar nicht so überkandidelt wirken, ne? Also, die ist, ich kann das gar nicht beschreiben, die ist gelungen, die ist wirklich gelungen. Und oftmals hast du ja dann so Maps, die dann halt so ein bisschen durchdrehen, wo die Modder sagen, oh, hier muss jetzt noch hier so ein kleines Ding hin und wir brauchen noch ein extra hier und noch was da und ach, da muss noch ganz was Besonderes hin, ich brauche hier noch neue Gebäude und so. Nee. Manchmal reicht das auch einfach, so ein bisschen simpel zu bleiben, einfach zu bleiben und eine klare Struktur zu haben. Und ich finde, die Map, die hat wirklich was, was das angeht. Die ist überschaubar. Du kannst mit moderneren Maschinen spielen, kannst auch mit alten Maschinen spielen, ne? Kannst du das genauso hindengeln, wie du willst. Und du hast trotzdem nicht diesen überladenen Kram, wo halt irgendjemand schon 27 verschiedene Produktionen aufgebaut hat, die unbedingt da rein müssen, weil wir müssen, wenn wir jetzt Honig haben, dann brauchen wir auch unbedingt eine Müsli-Produktion und so. Nee, einfach mal entspannt. Ideal Standard, finde ich total gut. Ja, zumindest am Anfang. Man kann ja immer dann irgendwann. Man wird ja nie alle Felder bestellen. Das ist ja dann riesen viel Arbeit. Man wird sich dann eher auf Produktionswege einschießen und da kann man sich dann ja einen aussuchen und sagen, komm, ich baue jetzt da von mir aus eine Müsli-Produktion hin. Und dann kann man das ja selber entscheiden. Das finde ich hier bei dieser Map, das ist wirklich gelungen. Das ist halt einfach erstmal so Basics. Und trotzdem schön angelegt. Echt toll. Klein verwinkelt. So, ich würde sagen, das Vorgewende haben wir jetzt. Gucken noch mal hier auf, muss gewalzt werden, wie das aussieht. Da haben wir ein paar Sachen vergessen, ein paar kleine Ecken. Das liegt aber an den Höhenunterschieden auf der Map. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal Lisbeth ran. Oder ist es? Doch, sieht aus wie Lisbeth. Könnte Lisbeth sein. Mal gucken, wie sie das macht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann können wir uns gleich anderen Dingen widmen. Ja, ich würde sagen, wir lassen Lisbeth hier mal ein bisschen fahren. Ich gucke gleich mal am Hof, was noch zu tun ist. Ich glaube, wir können auch schon wieder ins Gras und müssen da dann uns mal anschauen, was wir in der nächsten Folge für ein Mähwerk besorgen. Bisschen Kohle haben wir ja noch. Und wir wollen ja auch ein Schmetterlingsmähwerk
damit wir ein bisschen mehr Schlagkraft haben. Das bekommen wir hin. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne das Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, habt Spaß bei dem, was ihr tut. Bleibt gesund und munter. Und bis zum nächsten Mal. Euer Pensionator. Tschüss.